Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video habe ich wieder richtig geile Neuigkeiten, denn es soll mal wieder um etwas Kostenloses in Fortnite gehen. Ihr habt es richtig gehört, kostenlos. Epic Games hat das Ganze selber angekündigt und das Ganze müssen wir so schnell wie möglich machen, damit wir das Ganze auch hinbekommen. Und worum es sich handelt, das kläre ich euch gleich. Bleibt einfach bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Gerne ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code, der ist irgendwo da in der Ecke, Meta-8 im Gegenstandshop natürlich eingeben. Ihr habt schon gemerkt, es ist ein kleiner Wandel von der Kamera her. Ich habe jetzt nämlich einmal meine Spiegelreflex und einmal eine Webcam, die ich schon etwas länger habe. Ich bin noch am Rumtüfteln hier. Vielleicht starten wir bald Streams, aber wie gesagt, ich muss das Ganze hier erstmal einrichten, Ganze hinbekommen. Und ihr merkt es wahrscheinlich von der Qualität her, ist es noch nicht so gut, wie ich es möchte. Aber ich wollte das Ganze einfach mal testen und eure Meinung hören. Schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Dann würde ich es aber sagen, fangen wir erstmal direkt an mit dem eigentlichen Video. Viel Spaß! Ja Leute, in diesem Video soll es ja um ein neues kleines Update gehen von Fortnite und zwar Auftrag Herbstkönigin. Wenn ihr euch in Fortnite einloggt, seht ihr das wahrscheinlich auch bei den Neuigkeiten, aber das Ganze wollte ich euch nochmal erklären, wie das Ganze vonstatten geht und wie das jetzt funktionieren soll. Und zwar, ich lese euch das Ganze jetzt einfach mal vor. Saisonale Grüße von der Herbstkönigin. Ab Donnerstag, den 28. November, können Spieler auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um im Auftrag Herbstkönigin die animierte Herbstblattlackierung freizuschalten. Wie das Ganze funktioniert, arbeitet als Community zusammen, um bis zum 2. Dezember die nötige Punktzahl zu erzielen. Es winkt eine kostenlose Belohnung. Diese ganze Lackierung sieht echt fresh aus. Ich blende euch jetzt im Hintergrund mal kurz einen Clip ein, wo man die Herbstlackierung sieht. Ich muss wirklich sagen, ich bin Fan davon. Ich feiere sie auf jeden Fall und ich möchte sie auch definitiv haben und gebe somit mein Bestes. So könnt ihr teilnehmen. Beim Punkteverdienen dreht sich alles um die Zusammenarbeit der gesamten Community. Spielt vom 28. November ab 16 Uhr mitteleuropäische Zeit bis zum 2. Dezember um 2 Uhr mitteleuropäische Zeit natürlich mindestens ein Match, um euch für die Belohnung zu qualifizieren. Werden von der Community 2,5 Milliarden Punkte bis zum 2. Dezember um 2 Uhr erreicht, geht die Lackierung Herbstblatt bis zum 6. Dezember zur Belohnung an die berechtigten Konten. Also wenn ihr ein Spiel spielt, bis zum 2. Dezember habt ihr die Möglichkeit sozusagen daran teilzunehmen. Das Punkteverdienen ist ganz einfach. Führt eine der folgenden Aktionen durch, um den Community-Punktestand zu erhöhen und den Auftrag Herbstkönigin zu erfolgreich abzuschließen. Wie wir jetzt Punkte verdienen können, ist natürlich eine berechtigte Frage und das Ganze erkläre ich euch jetzt. Und zwar, heilt Verbündete mit der Bandagen-Bazooka 1 Punkt pro geheilten KP, also Lebenspunkt. Bedeutet, wenn ihr 100 Punkte sozusagen regeneriert von eurem Kollegen, ihm sozusagen heilt, dann kriegt ihr auch 100 Punkte dafür. Diese Punkte werden zusammengesammelt und die ganze Community, also weltweit, das Ganze wird zusammengerechnet und dann wird geschaut, wie viel man gesammelt hat insgesamt. Belebt ein Teammitglied wieder, um 2 Punkte zu kriegen pro Belebung und spielt ein Match mit eurem Freund, um 5 Punkte zu bekommen. Heißt, wenn ihr mit einem Freund spielt, kriegt ihr 5, wenn ihr mit 2 spielt, kriegt ihr 10 und wenn ihr mit 3 Kollegen spielt, kriegt ihr 15 Punkte pro Runde. Ihr könnt den Community-Fortschritt jederzeit hier erfahren. Das Ganze verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung, dass ihr auch den aktuellen Status mal schauen könnt. An diesen Feiertagen gibt es keine unerwünschten Gäste. Vielen Dank an die gesamte Fortnite-Community, dass ihr stets so aktiv seid. Ich mache selbstverständlich mit und ich versuche mein Bestes, um diesen Punktestand sozusagen zu erhöhen. Wir sind derzeit bei 72,5 Millionen Punkten von 2,5 Milliarden. Man muss dazu sagen, das Ganze läuft erst seit 3 Stunden und wir haben schon einige Punkte gesammelt. 3 Tage und 6 Stunden bleiben noch übrig, also gebt euer Bestes versucht uns so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Ja Leute, das Video, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Diese kostenlose Lackierung oder Tarnung können wir gemeinsam verdienen. Also lasst doch gemeinsam als Community diese Punkte sammeln, um dann sozusagen am Ende diese Lackierung für alle freizuschalten. Eure Meinung gerne in die Kommentare, ich bin mega gespannt. Bis dann würde ich sagen, lasst ein Like, dann natürlich auch ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code Meta-8 natürlich auch im Shop eingeben. Schreibt mir eure Meinung zu dieser Facecam, was sagt ihr? Die andere Quali war natürlich ein bisschen besser, wenn nicht sogar viel besser, aber die Kamera kann ich mit dem PC nicht verbinden, auch mit der Cam-Link nicht. Habe ich mir extra gekauft für 150 Euro oder so und ich kann sie nicht verbinden. Ich weiß es nicht warum, deswegen dachte ich mir vorübergehend, denn sonst ist das immer aus dem Winkel und diesmal habe ich die Kamera da. Vielleicht, wenn es irgendwann klappt mit der Kamera, habe ich dann beide für Streams oder für Videos zum Switchen. Wäre natürlich richtig geil. Wir sehen uns im nächsten Video, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.